Ja, das erstaunt mich sehr, geehrter Kollege Schmidt von der CSU. Sie sagen, das wäre alles nicht nötig. Wir haben ganz klare Fakten, dass gerade auch die Dialekte hier in unserem schönen Bayern immer mehr auf dem Rückmarsch sind. Sie werden weniger gesprochen und Sie sagen, das wäre alles kein Problem. Es gäbe dieses Problem nicht. Im Gegenzug ist es so, dass gerade Ihre Fraktion immer über das grüne Stöckchen springt, jetzt in die Verfassung auch das Thema Klima einbringt. Sie interessieren sich aber anscheinend nicht für die deutsche Sprache, nicht für die bayerischen Dialekte. Ansonsten würden Sie hier doch einfach mal ein Zeichen setzen und auch die deutsche Sprache aufnehmen in die bayerische Verfassung. Herr Kollege Schmidt, bitteschön. Also was bitte soll die Aufnahme der bayerischen Dialekte in die Verfassung an Verbesserungen bringen zu dem, was Sie beschreiben? Ja, gescheiter was, Sie dann vielleicht auch mehr bayerisch reden, dann kann man mehr erreichen.